Hallihallo, heute aufgrund meines Kanal-Jubiläums. 5 Jahre sind jetzt rum, ja? Fünf Jahre musstet ihr mich schon aushalten. Machen wir heute mal so ein Retro-Virus. Nein, Video. Ubuntu 9.10. Ja, genau. Vor 5 Jahren bin ich mit dem Betriebssystem angefangen. Streng genommen auf YouTube. Sogar mit einem Windows-Video. Windows-Video. Woher auch mein Name stammt. Damals habe ich nämlich ein Windows-Programm geschrieben, das die Windows-Systemregistrierung überwacht. Installiere ich inzwischen schon mal Ubuntu auf dem Dell. Ne? Das war nämlich mein damaliger Computer. Ubuntu installieren. So, und dieses Windows-Programm hatte den Namen RackRunner. Ja. Und deshalb auch mein Kanalname, The RackRunner, weil das das erste Video war. Gut. Dann kam es da dazu, jetzt erzähle ich mal so ein bisschen historische Sachen. Erstmal habe ich DSL gekriegt, das erste Mal. Ja, 2009 gab es das erste Mal DSL und dann natürlich auf YouTube. Was habe ich gefunden? Den Kanal von Sempervideo. Ja, und da gab es ein schönes Forum und in dem Forum gab es eine Rubrik nicht. Ne? Es gab viele Programmierrubriken. Ja, also inzwischen der installierte, das dauert jetzt ein bisschen länger. Gab es eine Rubrik nicht in diesem Programmierforum und das war so Delphi. Ne? Da gab es zwar Visual Basic und ähnliches, ne? In diesem Semper-Video-Forum, das es glaube ich jetzt nicht mehr gibt. Damals ein Herr Quoxer, Admin, und der hat mir da freundlicherweise genehmigt, dass ich da mal was über Delphi bringe. Ne? Delphi. Und da bin ich auf Windows, auf Linux natürlich umgestiegen. Und dieses Forum hatte irgendwie zugemacht, da habe ich gedacht, jetzt muss ich da aber irgendwie weitermachen für die Leute, die da in dem Forum sind. Und habe dann Videos gemacht, ne? So ein bisschen verdankt ihr Semper-Video überhaupt meinen Kanal. Ja. Und da habe ich Videos gemacht, natürlich war ich dann auf Linux umgestiegen und bin dann auf Lazarus umgestiegen, weil das quasi freundlicherweise kostenlos bei Linux dabei ist. Und das ist so ähnlich wie Delphi. Ne, Borland Delphi. Und da habe ich meine Lazarus-Crash-Kurse angefangen, damals 2009, 5 Jahre ist her. Mittlerweile haben wir die 4 Millionen Videoaufrufe-Marke geknackt und ich bin eigentlich schon bei ungefähr 1000 hochgeladenen Videos. Über die Jahre sind natürlich ein paar wieder gelöscht worden, deshalb seht ihr jetzt wahrscheinlich weniger als 1000. Ein paar sind auch privat geschaltet und manche wurden auch, getaggt, dass da irgendeine Musik im Hintergrund war, die dann irgendwie nicht so in Ordnung war. Die muss ich wieder rausnehmen, also wir sind schon roundabout bei knapp 1000 Videos, vielleicht sogar darüber, weil ich einige über die letzten 5 Jahre auch mal wieder rausgenommen habe. Klar, so, Ubuntu 9.10 sehen wir hier. Schön zu erkennen, ich hoffentlich, dass euch orange aussieht. Passt zu meiner Tapete, die sieht auch so ähnlich aus, ne? Aber aus anderen Gründen. So sieht's aus. Ja. Ich habe übrigens meinen Nao-Roboter verkauft, ja. Der Käufer war sehr glücklich, hat mir sofort geschrieben, hurra, der Nao ist gelb und stinkt nach Zigaretten. Ja, wunderbar. Vielen Dank für den Käufer meines Nao-Robots. Ich entschuldige mich 3 Millionen Mal. Bei mir sieht alles Weiße so aus wie der Nao-Robot. Ich habe da keine RAL-Farbkarte zum Vergleich. Also wie gesagt, die Installation läuft. So war das damals. Ubuntu 9.10, das dauert jetzt länger. Ubuntu 9.10, jetzt sitzt er, aha, so sah die Installation damals aus. Ja, guck mal da. Welcome, ready to install. Das sieht ja ganz anders aus. Tab 1 auf 6, sagt er mir. Der erste Schritt von 6, kann man das erkennen? Ja, hoffentlich, ne? Meistens nicht. So, Deutsch. Ich mache das hier von CD und auf dem Original-PC, den ich damals hatte, das war nämlich dieser Dell. Und später erst habe ich mir einen AMD-4-Kerner gekauft und später dann den 6-Kerner von Intel, den Intel Core i7 und dann später den Lenovo, den ich inzwischen wieder verkauft habe. Jedenfalls, ja, damals war es halt der Dell mit einer CPU. Gut, und auf genau dem machen wir das gerade. Aus historischen Gründen in Deutsch. Ne? In Deutsch. Also mal gucken, ob das überhaupt noch geht. Natürlich ist Ubuntu 9.10 mittlerweile veraltet. Zumindest das System, wenn man versuchen würde, ins Internet zu gehen. Natürlich würde das Internet funktionieren und alles, aber mittlerweile wird es nicht mehr supported, also nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt, das Ubuntu 9.10. Nicht, dass ihr jetzt meint, da müsst ihr jetzt unbedingt drauf umsteigen. So, jetzt muss ich mal gucken.
Ja, meine aktuelle USB-Maus, Funkmaus-Tastatur funktioniert auf Anhieb. Na, also klappt noch alles wie vorher, wunderbar. Im Linux ist übrigens im Linux-Kernel sind die ganzen Treiber schon verankert, deshalb braucht man da irgendwie nicht extra jetzt einen Tastaturtreiber für Logitech oder so, wenn man eine kabellose Tastatur von Logitech hat. Ja, dieses mit der Timezone kommt mir furchtbar bekannt vor. Ich habe auch vorgeklickt. Muss man vielleicht so ein bisschen Geduld haben. Ja, gut, total historisch. Ich möchte mich an dieser Stelle total und herzlich für die Leute, die 4 Millionen Mal mein Video gesehen haben, also 3.999.000 habe ich selber geguckt und meine Oma und die anderen 10 Leute, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken im Prinzip. So. Aber das ist auch hinter uns, auch im Namen meiner Eltern und von meiner Oma. Ja. Ruhe sie sanft. So, empfohlene Option, Germany. Was haben wir? Tastatur ist das, glaube ich. Was haben wir denn das hier? Kuverts, Dead, Keys, naja, tote Keys haben wir nicht. Aber ja, auch mal ist tot. So. Jedenfalls geht das weiter. Vielen Dank an all die treuen Zuschauer. Manche sind schon ganz jahrelang dabei. Ne? Ich weiß auch nicht warum. So viel dummes Zeug kann man gar nicht reden, dass sie das ständig aushalten. Das ist wahrscheinlich so in irgendeinem Sadomaso-Forum verlinkt, dieser Kanal. Wer sich da so richtig mit der Peitsche geben will, der geht hier. Festplatte, ja, man sieht eine Riesenfestplatte, ja, also 80 GB Festplatte. Ubuntu 9.10 soll installiert werden vor. Bei anderen Betriebssystemen, vom USB-Stick gebooteten, auf aktuellen PCs ist man mit der Installation schon fast fertig. Nun, das ist ein älterer PC. Und das originale Betriebssystem von damals, mit dem ich damals 1880, nee, 2009 im September mal losgestartet bin, wie gesagt, aus total historischen Gründen, machen wir heute mal das Retro-Virus-Video und gucken uns das mal an. Quasi Ebola für den PC. So. Ja, Rinderwahnsinn ist out, wir machen heute Ebola. Jedenfalls Ubuntu 9.10, Karmic Koala, der Codename, also diese Codenamen. Habe ich schon immer gesagt, die sind so ein bisschen, ja, die wirken so ein bisschen zugekokst. Wenn man zum Beispiel in eine Firma geht und sagt, ich habe ein ganz tolles Betriebssystem, aber wie heißt denn das? Karmic Koala von Ubuntu, dann denken die immer, ja, der hat vergorene Kohlrabi gegessen oder was weiß ich, wie heiße ich denn jetzt? Immer noch. So, wählen Sie ein Passwort, wie immer 1234, 1234. 1, 2, 3, 4. Damals, glaube ich, war das noch nicht geprüft, also ist jetzt zu kurz oder so. Ne? Passwort ist zum Anmelden erfolgt. Ne? Heute kommt schon immer eine Meldung, ach, doch, guck, schwaches Passwort. Schwach, total schwach. Wählen Sie ein anderes Passwort weiter. Heute kommt immer eine pauschale Meldung oder lässt gar nicht zu und kurze Passworte sind ganz, ganz üble Sachen. Ja, hat er auch recht. Hat er auch damals schon gewusst, Ubuntu 9.10, also erst 5 Jahre her. Das ist eigentlich, aus Linux-Sicht ist es eigentlich schon steinalt. Aus Windows-Sicht wäre es dann gerade mal eine Release weiter. Ne? Da kommt so alle 5 Jahre eine neue Version. Wir sind immer live dabei und mittendrin und schon sogar in der Alpha-Version von irgendwas. Deshalb haben wir schon, mittendrin schon unzählige Versionen zwischendrin gehabt, installiert. Jetzt kommen wir langsam mal zur Installation. Wunderbar. Ubuntu 19 Installation, da bin ich ja selber mal gespannt. Ich habe noch eine CD gefunden, Original von 2009 gefunden. Installation des Grundsystems, das kommt alles noch ganz furchtbar bekannt vor. Ne? Hat sich so viel gar nicht verändert, mal von den Farben abgesehen. Funktioniert es damals wie heute noch ähnlich. Danke, dass Sie sich für Ubuntu 9.10 entschieden haben. Gut, diese Versionsnummer 9 heißt 2009. Und 10 heißt Oktober. Ne? Also wenn ich Ubuntu 9.10 als erstes benutzt habe, dann war das in Oktober, also nicht in September. Das habe ich im September, als der Kanal entstanden ist, noch ein Windows-Video gemacht. Ja, total historisch heute. Wir finden, dass jeder Computernutzer in der Lage sein sollte, in der Umgebung seiner Wahl zu arbeiten und die Freiheit zu haben, diese Software herunterzuladen, zu ändern, untersuchen und für beliebige Zwecke weiterzugeben, ohne dafür Lizenzgebühren entrichten zu müssen. Das ist doch dann, Ja, nix Windows, ne? Nicht da immer kaufen und wehe, du installierst es auf dem zweiten PC, da musst du noch eine Lizenz kaufen und was man dafür Nummer eingeben muss, ne? Eine Seriennummer AD und damals habe ich mich dafür entschieden. Damals schon Firefox drauf, Version 3.5, interessant. Heute beim Firefox gehen die Versionsnummern in den Himmel. Die haben sich irgendwann mal entschieden, die Versionsnummern quasi bei jeder Release
ja, gerade die vordere Nummer zu erhöhen, jetzt sind wir irgendwo schon bei 31 oder mehr oder 32. Das kam dann aber ja später, Firefox hat sich ja später entschieden, die Versionsnummern nicht mehr 3.5, 3.6, sondern dann 4, 5, 6, 7, 8, 10, Stopp, weiterzumachen. Gut. Betrachten Sie hier, bearbeiten Sie Fotos, was Fotos, Videos. Ne? Ihr könnt ja mal auf meine alten Videos von damals 1880, ne? Auch damals konnte ich schon auf YouTube mal was hochladen. Damals hatte ich noch nicht diese Videokamera. Ne? Und damals konnte ich auch schon mit Rekord, mal Desktop und alles mögliche, konnte ich schon Videos aufnehmen. Damals hatte ich noch eine ganz einfache Videokamera. Die habe ich inzwischen verschenkt. Wunderbar, total historisch heute. Ich werde ganz sentimental. Ubuntu, Installation des Grundsystems, 15%, also das dauert jetzt wohl, was kann ich jetzt noch erzählen? Also wie gesagt, nochmal danke für all die Leute, die so lange Zeit mir die Treue gehalten haben. Das ist unglaublich, also 4 Millionen Videozugriffe, das war damals noch illusorisch. Da war ich schon ganz erstaunt, dass mal 10 oder 15 Leute meine Videos geguckt hatten. An Abos waren noch gar nicht zu denken, da waren wie gesagt Kanäle wie Sempervideo, die hatten dann schon 3000 Abonnenten oder so. Und heute weit über 100.000 oder 200.000, ich weiß es nicht. Damals war das gigantisch unerreichbar. Und, ne, 1.000 Abonnenten, das war damals 2005, war das eine richtig super Nummer. Da war noch nicht dran zu denken. Also bis ich meine ersten 100 Abos zusammen hatte, da war schon ein Jahr rum oder länger, wie auch immer. War ja nichts, das waren noch die Gründerzeiten. Ne? Da ging es darum, ach jetzt, ja, plötzlich DSL, plötzlich Ubuntu, alles war neu, alles interessant, hoch damit auf YouTube. Wunderbar und mit den Leuten gequasselt ohne Ende. Also das Kommentarsystem bei YouTube war damals noch sehr, sehr viel besser. Da konnte man sehr, sehr viel besser miteinander quasseln. Heute ist ja alles irgendwie verlinkt und quer verlinkt und immer weiter. Und ich klicke da manchmal auf Antworten und dann kommt die Meldung, du kannst nicht antworten. Das ist irgendwie ein verknüpfter Link mit was anderes. Und dann klickst du auf den Benutzernamen oder willst da irgendwie anders antworten. Es geht nicht, ne. Ja, gut, entwickelt sich weiter. Irgendwie wird das schon werden. Haben wir heute mit Google Plus alles so ein bisschen verwandelt. Macht ja nichts. LibreOffice, interessant. Das Symbol hat sich auch über die Jahre schon ein bisschen weiterentwickelt. LibreOffice.org, ne? Eigentlich war es damals OpenOffice, wie man noch sehen kann. Hat sich dann hinterher LibreOffice bei uns in die Ubuntu-Version eingefunden. Der Unterschied zwischen den beiden ist mir nicht wirklich klar. Kann man bestimmt mal nachlesen. Im Prinzip genommen das gleiche in grün, nur jetzt heißt es halt LibreOffice und das eine war es OpenOffice. Barrierefreiheit hatten wir damals schon. Ubuntu hat immer schon Wert darauf gelegt, dass auch Leute mit Einschränkungen Ubuntu benutzen können. Ja, gab schon immer so ja, Bildschirmleser, Bildschirmlupe und solche Geschichten, Vorlesesysteme, Orca. Zum Beispiel, der den Bildschirminhalt vorliest, gibt es heute noch. Ne? Werdet ihr vielleicht gar nicht. Ach, guck mal an, wie das Software Center damals ausgesehen hat. Damals waren noch keine Apps drin, ne? Und auch keine Kaufsoftware. Wunderschön. Ach, das kann er in die Augen hineindrücken. Aber will er doch? Ja, sehr schön. So sah es damals aus. Damals noch eine einfache Kartontüte, ne? Und heute muss es dann eine aufgepeppte App-Tasche sein. Ne? Also damals war da noch schönes Ubuntu-Logo drauf, heute ist so ein hässliches A für App Store drauf. Wollte ich auch nicht haben. Ubuntu One gab es damals, gibt es heute eigentlich streng genommen auch noch. Unter Ubuntu One und unter Ubuntu 14.10 Next kann man sich immer noch unter Ubuntu One einloggen. Aber für den App Store, damals war es für die Cloud. Mittlerweile hat die Cloud-Lösung von Ubuntu zugemacht. Und genau bei Ubuntu 9.10 hat es damals angefangen mit Ubuntu One, ne? Mit dem Online-Hochladen und Abspeichern von eigenen Dateien. Gab es viele Videos von mir dazu. Hat dann dieses Jahr zugemacht, Ubuntu One Files, dieses Hochladen von Dateien cloud-mäßig. Wahrscheinlich, um Kapazitäten freizumachen für den App Store oder mehr Kapazitäten freizumachen für zum Beispiel Smartphone-Programmierer. Ne? Wir müssen auch viele Programmierer jetzt in den Smartphone-Sektor packen. Deshalb ist auch der Support-Zeitraum für die Ubuntu-Versionen von damals, ich glaube, das waren so anderthalb Jahre, korrigiert mich,
auf mittlerweile nur 9 Monate runtergegangen. Zum Beispiel Ubuntu 13.04 ist schon lange nicht mehr supported, ne? Obwohl es im 2013 im April war und Ubuntu 13.10 ist auch schon vorbei, ne? Ja, also 2013 im Oktober und 9 Monate weiter, das ist jetzt auch schon lange vorbei. Also Ubuntu 13.10 wird auch schon nicht mehr unterstützt. Ja. Es werden dann die Langzeitversionen aber besser unterstützt. Und damit man diese Zwischenversionen nicht mehr weiter unterstützen muss, hat man mehr Kapazitäten frei. Programmierer und Leute für den Smartphone-Sektor. Hilfe zu Ubuntu erhalten. Jetzt sind wir bei 43%. Gut, 44. Erinnere mich an 4 Millionen Videoaufrufe. Nochmal vielen Dank. Ich werde jetzt nochmal kurz die Installation abwarten, mich kurz wieder melden. So, wie wir sehen, Ubuntu 9.10. Sehr schön. Hatte noch Desktop-Themen nicht. Neue Welle, neue deutsche Welle wahrscheinlich. Ne? Also ganz so alt war es noch auch wieder nicht. Konnte man sich aussuchen, verschiedene Desktop-Themen, wenn es denn lief. Also im Moment ist es furchtbar schleichig. Ich habe gerade OpenOffice mal geschlossen. Also im Moment ist es ja fast unerträglich langsam geworden. Interessant, auch die Erscheinungsbildeinstellungen brauchen eine Zeit. Und wenn es dann so ist, dann ist es gut. Ja, also wie gesagt, damals konnte man sich die Desktop-Themen noch richtig schön aussuchen. Was für Hintergründe hatten wir denn unter Ubuntu 9.10? Interessant. Das kann ich mir gar nicht mehr so entsinnen. Ne? So lange ist ja schon her. Ah, doch, Schriftarten konnte man sich schon aussuchen. Interessant, die Oberfläche. Symbole in den Menüs anzeigen, das hatte ich glaube ich sowieso. Anpassbare Tasten. Text neben den Symbolen konnte man visuelle Effekte, schlichte Desktop-Umgebung, normal bietet eine Hier, das hier war quasi Compis, war schon integriert, ne? Konnte man anklicken. Ich sage jetzt mal keine Effekte, das dürfte diesen Rechner wesentlich beschleunigen, schließen. Dadurch dürfte sich Compis, der Composite-Manager, beenden und jetzt läuft das Ganze wesentlich schneller. Jetzt habe ich natürlich keinen 3D-Cube oder ähnliches zur Verfügung, aber Compis war damals noch eine Handbremse unter den Herren. System, Systemverwaltung und was haben wir dann? Systemüberwachung. Damals noch, hier seht ihr, hat eine CPU und die ist jetzt ausgelastet. Wenn ich nur ein Fensterchen schiebe, schon mit 20% oder so, 32-74%, Full-HD-Auflösung, eine CPU, war damals schon eine Geschichte. Ubuntu Version 9.10, Karmic Koala, gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, 9.10, Linux Kernel, damals 2.6, einige Verbesserungen sind in den neuen Kernel gekommen. Aber dieses Kernel lief noch mit alten Prozessoren recht gut zusammen. Bei aktuellen Linux-Kernels werden ältere Rechner gar nicht mehr so gut unterstützt. Es sei denn, man hat spezielle Versionen wie Q4OS, was ich letztens gezeigt habe. Hier haben wir eine CPU mit 2,53 GHz und wir haben einen Speicher von knapp 250 MB nur an RAM. Und eine knappe 70 GB haben wir noch an Festplatte. Prozesse sehen wir. Bluetooth, Applets, läuft da alles noch. GNOME Power Manager, Screensaver haben wir noch damals gehabt. Wir hatten damals noch ganz normal Screensaver. Screensaver, was hatten wir damals für einen Screensaver? Gut. System, Systemeinstellung, Anzeige, Bildschirmschoner war damals so Standard. Da konnte man sich so richtig fluffige, schöne Bildschirmschoner noch aussuchen. Gucken wir mal rein. So, Floating Ubuntu, sehr schön. Also, wo hat man heute noch so Bildschirmschoner? Gut, GNOME Screensaver kann man gegebenenfalls nachrüsten. Schwebende Füße, GNOME oder Genome, wie man eigentlich, glaube ich, richtig sagt, war damals mit drin, Weltraum. GL, OpenGL war damals schon der Hit, GL Slideshow, eine Schule von
GL. Und hier eines der Lieblingsthemen damals, Matrix als Bildschirmschoner. Damals, hallo, nee, das ist nicht die Matrix, das sieht bei mir immer so aus. Das sieht immer dunkel da. Willkommen in der Matrix. Damals hatte man noch den richtig schönen Matrix-Bildschirmschoner, der hier es anfängt. Später, wenn er mal richtig losdreht und richtig aufdreht, dann fängt er an, sich dreidimensional zu drehen. Sehr schön. Damals noch standardmäßig, ganz einfach mit wenigen Klicks zu erreichen. Fand ich richtig pfiffig. Wer hat den Film gesehen? Matrix? Gut. Damals als Bildschirmschoner der Hit. Vollbild verlassen. Hatten wir da, was haben wir? GL-Zells, irgendwelche Zellen, die sich reproduzieren. Was haben wir da denn Schönes? Kann ich mich gar nicht mehr in den Vorschau. Guck mal da, wo ist der komische Würfel, der sich gerade so gedreht hat? Ich sehe noch nicht. Da kann er angeflogen. Nett. Und mein Prozessor macht wahrscheinlich gerade die Biege. Sehr schön. Also verrückte Bildschirmschoner damals. Fuzzy Flakes, ein bisschen Windows-mäßig, weihnachtsmäßig wollte ich sagen, fast dasselbe. Floating Ubuntu, sehr schön. Bilder Endspot, das fand ich auch sehr schön. Eine Ameise, die einen Scheinwerfer hat, da konnte man das Ding mal eben so aktivieren. Es gab damals richtig pfiffige, schöne Bildschirmschoner, die standardmäßig dabei waren. Sehr schön, sagen wir noch 5 Minuten, sagen wir mal eine Stunde lieber, sonst geht der Ding gleich wieder an. Schöne Hintergründe, schöne Bildschirmschoner für unser System, einfach zu bedienen. Rechner Hausmeister gab es damals noch, Software-Paketquellen, Synaptik war natürlich auch schon mit dabei. Und deshalb benutzen heute auch noch viele Synaptik, weil sie es noch von damals kennen, ne? Kennen wir noch von damals. Es muss ja jetzt wieder dunkel, man kann ja die Tastatur nicht sehen. Keine beleuchtete Tastatur hier. Schlecht vorbereitet. So, Synaptik-Paketverwaltung sieht heute noch so aus wie damals. Also manche Dinge sind so geblieben, was ein Glück. Und deshalb kennen sich auch viele gut mit Synaptik aus, weil sie es über sämtliche Ubuntu-Versionen wiedergefunden haben und über verschiedene Linux Distros, Systemverwaltung, den Anmeldebildschirm einstellen, konnte man damals auch sehr einfach. Bildschirm entsperren, als automatisch anmelden, konnte man eben schnell bei Umständen sehr schön zu machen. Systemverwaltung, Benutzer und Gruppen hatten wir damals auch drin. Ja, das ist der Wahl, ohne Nutzergruppe noch drin. Ist dann irgendwann mal weggefallen, ne? Benutzer einstellen, Benutzer hinzufügen, gucken mal, ne? Eigenschaften von dem Benutzerkonto, sehr schön, Kontaktinformationen, konnte man Benutzerrechte mal eben einstellen, zu welcher Gruppe der gehört, zum Beispiel VBox, Users, Passwort ändern, erweitert, ja, herrlich, ne? Heute leider also nur noch in manchen Linux-Distros mit drin, Benutzer und Gruppen, sehr schön. Schade, dass einige Dinge weggefallen sind. Evolution war damals das Standard-Mail-Programm. Evolution. Hinterher hatten wir mal Thunderbird drin, finde ich besser. Evolution war immer ein bisschen schwierig, von einem Rechner zum anderen zu transferieren. Wenn man da sein Passwort vergessen hatte, war das immer ein böses Ding. Ne? Das war ein bisschen, ja, aber hinterher sein gelassen. Ne? Da musste man immer eine Sicherungsdatei erst erstellen, wenn man das auf einen anderen PC übertragen wollte. Ne? Angenommen, ich hätte jetzt einen neuen PC, wollte das übertragen, müsste ich erst eine Sicherungsdatei erstellen. Wäre aber mein Linux-System defekt, hätte ich ein Problem. Da könnte ich nicht so einfach wieder an meine Mails dran. Deshalb habe ich Evolution nicht gerne benutzt. Hardware-Treiber, interessant. Was hat man denn damals für Programme für Hardware-Treiber? Schauen wir mal. Proprietäre Treiber. Ne? Proprietär heißt nicht quelloffen. Also wenn ich jetzt einen NVIDIA-Treiber hätte installieren wollen, einen nicht quelloffenen Grafikkartentreiber wäre da hier gegebenenfalls gelistet worden. Hier sind jetzt keine drauf. Vielleicht auch, weil ich in diesen Modus gegangen bin, ohne Effekte, CD, DVD-Ersteller. Wer war denn das damals? War das auch schon Brasero? Was für ein Brennprogramm war damals dabei? Der hieß einfach so. Hilfe, Info.
Ah, das ging über Nautilus, ne? Interessant. Nautilus, den Dateimanager, da war der CD-DVD-Hersteller so mit drin. Netze Nautilus, damals in der Version 2, 28.1. Sehr schön, heute heißt er nicht mehr Nautilus, sondern einfach Dateien oder Files. Gut, was man hier auch sieht, ich kann hier navigieren in meinen Heimarbeitsplatz. Es sieht immer noch so aus eigentlich wie heute auch. Hat sich nicht viel dran verändert. Bearbeiten, wie kann ich mich denn mit einem Server verbinden? Ne? Datei mit Server verbinden, das findet man heute auch noch in aktuellen Ubuntu-Versionen. Mittlerweile gibt es dafür ein Symbol hier in der Navigationsleiste. Damals aber die Navigation fand ich sehr viel einfacher, ne? Also eingängiger, muss man nicht lange drüber nachdenken. Was ist hier? Alle Ordner durchsuchen, sehr schön, das ist Dateisystem durchsuchen, alles eingängig, leicht zu bedienen, dann gibt keine Rätsel auf. Deshalb hat man sich damals sehr schnell an Linux gewöhnt und musste sich nicht mit Apps abgeben. Info zu Ubuntu. Schauen wir mal, was steht denn bei Ubuntu 9.10 drin? Schauen wir mal. Steht da wieder was? Ubuntu ist was Freies und der Gedanke an Gott und die Welt und wir wollen alle ja, die Welt retten mit Linux-Installationen oder schauen wir mal, irgendwie was ganz Spezielles wird das bestimmt wieder stehen, freie und Open Source und Linux für Menschen, genau, das war irgendwie was ganz furchtbar, ja, karmisch war das irgendwie, ne? Kostenlos, best in Bereichen und regelmäßig neue Version 18, für 18 Monate unterstützt und gepflegt. Ja. Mittlerweile werden diese Zwischenversionen, die zwischen den Langzeitversionen kommen, nur noch 9 Monate gepflegt. Das heißt, Ubuntu 14.04 ist eine Langzeitversion, kriegt dann 5 Jahre Unterstützung, aber Ubuntu 14.10 nur 9 Monate. Ubuntu 15.04 auch nur 9 Monate, Ubuntu 15.10 auch nur 9 Monate und dann Ubuntu 16.04 wieder 5 Jahre. Das gibt den Entwicklern mehr Zeit, App Stores zu entwickeln und Smartphones, ja, super. Ja, gut, so, ne? Unterstützt bis April, Oktober 2009, unterstützt bis April 2011, so, ne? Karmic Koala, sehr schön, so war das damals. So, dann können wir ein anderes Hintergrundbild haben. Ne? Das Rot ist zwar nett, aber eigentlich nicht so wirklich das Symbol oder der Hintergrund, den man mit Ubuntu 9.10 verbindet. Man möchte doch lieber das hier sehen. Ne? Und von dem Thema her war es dann doch eher, ja, was war es denn eher? Sowas auch nicht. Kann man das nicht irgendwie da, human? Nein, ich glaube, war das andere Human. Ne? Ich glaube, das war mehr so, ne? So braun, genau. So, damals konnte man das Erscheinungsbild mit wenigen Klicks mal eben umstellen. Sehr schön, und man konnte noch weitere Themen online erhalten. Aber ich glaube, das entsprechende Webseiten-Dingenskirchen zum Runterladen gibt es heute gar nicht mehr. Gibt es noch? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben das mittlerweile dicht gemacht. Ja, ArtsGnome.org hat sein ganzes Themengedöns so ein bisschen geändert. Ja, da hat es nämlich ganz schnell umgesprungen, Personal Themes. Ne? Also der Webbrowser geht noch, ihr seht ja. Ja, und da war nämlich Feierabend. Das habe ich auch mal gezeigt, wie man da wieder dran kommt. Hilfe über Mozilla Firefox. Firefox 353 von 1998 bis 2009. Gut, die Hilfe über Firefox findet man heute nicht mehr so schnell. Da hat man hier so komische Symbolchen, wo man drauf rumklicken muss. So ein bisschen wie bei Google Chrome. Nett, was haben wir noch? Info zu Gnome. Ubuntu arg verbunden mit Gnome. Version 2.28.1, Erstelldatum 23.10.2009, sehr schön, so sah das damals auch. Guck mal hier, da hat man sich noch Mühe gemacht. Wo hat man das zuletzt gesehen? So fliegende Gedönekes, Gnomes Freunde. Ne? Freunde in der Not teilen sich ein Brot. Synaptik
Systemtest, USBs, Start, Medienhersteller hatten wir schon. Ja, Einstellungen, bevorzugte Anwendung konnte man hiermit einstellen. Ja. Gut, heute findet man das auf diversen Registerkarten, Vorgabeanwendung, Firefox konnte man da umstellen, Evolution auf was anderes. Wie sah denn damals das Terminal aus? Ne? Terminal. Tomboy-Notizen waren damals auch Standard. Sehr schön. Bearbeiten, Profileinstellungen, das geht heute noch wie damals. Ne? Also im Terminal hat sich so gut wie nichts geändert. War so Glück. Hintergrundtyp, Hintergrund transparent oder nicht, konnte man damals abschauen. Sehr schön. Keine Einfarbtitel oder Befehl. Machen wir mal das hier. Funktioniert heute noch bei jeder Ubuntu-Version genauso wie hier. Wunderbar. Wenigstens eins, was sich nicht geändert hat. Genauso ist es auch geblieben. So. Wenn es jetzt kann ich auch mal mein Licht wieder anmachen. Jetzt spielt es keine Rolle mehr. Jetzt ist mir das auch egal. Name. Minus A. Hoppala. Clear. Ich sag Leute, es ist dunkel. Name. Minus A. Linux Kernel 26.31.14 Generic i686 gibt uns einen Hinweis darauf, dass das hier eine 32-Bit-Version ist. Die anderen hießen nämlich immer AMD64 hinten dran. LSB Unterstrich Release. Geht das mit dem Tab? Ging damals schon wie heute. Da hat sich nichts geändert. Warum komme ich eigentlich immer auf den Punkt? Hier minus A. So. Ubuntu 9.10 Karmic Koala. Und damit wollen wir auch den kleinen Rückblick mal beenden. Ich hoffe hiermit gelangweilt, geholfen zu haben. Ausschalten, verbleibe mit freundlichen Grüßen, bedanke mich nochmals für die vielen, vielen Leuten, die so lange meinem Kanal die Treue gehalten haben, ne, von 2009 bis heute auch noch. Und die letzten 48 Sekunden werde ich ja wohl auch noch aushalten. So. Ja, wie gesagt, hat sich so einiges getan. 4 Millionen Aufrufe, ne? 4 Millionen Aufrufe. Ah, nicht alle Videos waren so langweilig wie dieses. Ja, es gab ja immer wieder was Neues und mir fällt auch immer wieder ein neuer Blödsinn ein. Und es kommen auch viele, viele Anregungen von den Zuschauern. Und es tut sich auch bei Ubuntu immer wieder was. Ne? In den letzten Jahren hatten wir viel zu kritisieren. Und dann gab es halt wieder Videos, wie man es wieder zurückschraubt. Alternative Betriebssysteme wie Linux, Mint mit Mate Desktop oder Q4OS oder Debian mit XFCE oder Lubuntu.